Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Heute wollen wir mit diesem Integrationsgesetz die Integration der schutzberechtigten Menschen verbindlicher gestalten. Wir verbessern mit dem Integrationsgesetz aber nur den gesetzlichen Rahmen. Den Integrationswillen des Einzelnen, den kann der Staat nicht ersetzen. Er lebt hier von Voraussetzungen, die er selbst nicht schaffen kann. Ohne die vielen Verantwortlichen vor Ort und ohne die vielen ehrenamtlichen Helfer, die heute als Lotsen den Weg in die deutsche Gesellschaft weisen, könnte die schwierige Integrationsarbeit nicht gelingen. Sie übernehmen Tag für Tag nach wie vor Verantwortung, und dafür gebührt Ihnen unser Dank. Und Frau Kollegin Zimmermann, Ihren Vorwurf, man würde sich nicht um die Menschen, die hierher kommen, kümmern, dem widersprechen die vielen Menschen, die sich Tag ein und aus darum kümmern. Dem widersprechen aber auch die Zahlen. Die Finanzminister der Länder rechnen für die Versorgung und Integration mit zusätzlichen Kosten in Höhe von jährlich mindestens 20 bis 30 Milliarden Euro. Und das Bundesfinanzministerium rechnet bis 2020 mit knapp 94 Milliarden Euro. Es kann also keine Rede davon sein, dass man sich in Deutschland nicht um die Menschen kümmert. Und wir legen nach wie vor ganz bewusst auch mit diesem Gesetz den Fokus auf die Integration der Schutzberechtigten. Rund ein Drittel der Asylbewerber werden nach wie vor abgelehnt. Und bei ihnen steht die Ausreise im Vordergrund. Wir haben 550.000 Neuanmeldungen für Integrationskurse, die in diesem Jahr erwartet werden. Im Vergleich dazu waren es im letzten Jahr 180.000. Die Bundesmittel hierfür sind verdoppelt worden auf 558 Millionen Euro. Und der Zugang zu diesen Kursen kann damit auch nicht beliebig ausgeweitet werden. Wir müssen uns daher auf die wirklich Schutzberechtigten konzentrieren. Und unsere Integrationspolitik folgt dem Prinzip des Förderns und Forderns. Wir fördern in den Bereichen Sprache, Ausbildung und Arbeit. Und wir fordern die Inanspruchnahme der Integrationsangebote. Die Kurse müssen zügiger angetreten und durchgeführt werden. Und wenn jemand die Integrationskurse nicht ordnungsgemäß absolviert, gemeinnützige Arbeit, die ihm zumutbar ist, nicht akzeptiert oder gegen die Mitwirkungspflichten verstößt, dann können auch Leistungen im Einzelfall gekürzt werden. Und ich halte das auch für richtig. Es geht darum, zu fördern, aber auch zu fordern. Und Flüchtlinge können sich auch nicht mehr wie bisher eine dauerhafte Niederlassungserlaubnis einfach so ersitzen. Wir legen daher fest, dass Schutzberechtigte, die länger bei uns bleiben wollen, nach 5 Jahren bestimmte Sprachkenntnisse vorweisen und ihren Lebensunterhalt größtenteils selbst bestreiten müssen, bevor sie ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht erhalten. Und wir verbessern auch die Steuerung der Integration. Mit der Wohnsitzauflage können die Länder anerkannten Flüchtlinge für 3 Jahre einen festen Wohnsitz zuweisen. Und Frau Dagdelin, ich habe den Eindruck, Sie haben nicht allen Sachverständigen und auch nicht den kommunalen Spitzenverbänden zugehört. In der Anhörung haben Sie ganz klar noch mal diese Forderung auch formuliert. Unsere Kommunen brauchen die Wohnsitzauflage zur Steuerung, und dazu gehören die Punkte Wohnen und Arbeit. Flüchtlinge müssen dahin gelotst werden und sollen dahin gelotst werden, wo es Wohnraum und Arbeit gibt, um auch soziale Brennpunkte und Ghettobildung zu vermeiden. Und selbstverständlich sind Ausnahmen möglich, wenn man zum Beispiel anderswo eine Arbeit findet oder auch aus familiären Gründen. Und mit der 3-plus-2-Regelung kommen wir einer Forderung insbesondere auch der Arbeitgeber nach. Die 3-plus-2-Regelung sagt, dass Betriebe mehr Rechtssicherheit erhalten, wenn sie abgelehnte Asylbewerber bei sich aufnehmen und ihnen einen Berufsausbildungsplatz bewilligen. Das ist grundsätzlich von unserem bisherigen migrationspolitischen Verständnis, nämlich keinen Spurwechsel vorzunehmen zwischen der Arbeitsmigration und dem Asylsystem, eine Veränderung. Wir gehen diese Veränderung mit, weil wir die Notwendigkeit sehen, für die Flüchtlinge, für die Auszubildenden und die Betriebe mehr Rechtssicherheit zu schaffen. Aber das darf keine dauerhafte Abweichung von unserem Prinzip
werden. Und ich halte es für erforderlich und auch wichtig, dass die Betriebe, die es jetzt in der Hand haben, ob ein abgelehnter Asylbewerber ein Aufenthaltsrecht bekommt, auch melden müssen, wenn die Ausbildung abgebrochen wird. Und das haben wir auch geregelt, und zwar binnen 7 Tagen und nicht nur unverzüglich. Auch hier haben wir jetzt mit den Änderungen noch für Rechtssicherheit geschaffen. Und die Union hat sich auch in der Änderung noch mit der Forderung durchgesetzt, dass dann, wenn konkrete aufenthaltsbeendende Maßnahmen bevorstehen, auch keine Möglichkeit mehr besteht, auf diesem Weg noch ein Bleiberecht zu erhalten. Und auch das ist wichtig und richtig. Sie kommen dann zum Schluss, ja? Bitte. Ich habe es nicht verstanden. Bitte. Bitte zum Schluss kommen. Unser Kurs ist in der Asylpolitik ist damit klar. Wir fördern und fordern die Integration der Schutzberechtigten. Ein Mehr kann man sich immer wünschen. Die Innenpolitiker wünschen sich manchmal ein weniger. Trotzdem sage ich, es ist ein gutes Gesetz. Und ich bitte Sie heute auch, diesem Gesetz zuzustimmen. Es enthält viele, viele gute Ansätze. Dankeschön. Vielen Dank. Die Aussprache ist damit beendet. Und wir kommen